Hallo zusammen, ich habe ein Video gemacht, wie man eine Ölheizung betreibt an dieser Batteriebox. Verlinke ich euch in der Endcard. Und diese Ölheizung von einem Kunden, bei mir läuft es, bei anderen Orten läuft es auch, aber ein Kunde hat eine Fehlermeldung, weil er das falsche Netz hat, beziehungsweise ein anderes Netz. Wir haben eine normale Steckdose, das ist zum Beispiel sowas, hier habe ich ein Verlängerungskabel, hier habe ich ein NT-Netz und hier habe ich ein IT-Netz. Beim NT-Netz habe ich ganz klar definiert, ich habe die Nullleiter, ich habe die Erde und ich habe die Phase. Und wenn wir dann das messen, hier habe ich einen Voltmeter, ich habe unten in der Mitte habe ich die Erde und rechts habe ich die Phase oder den Leiter und den Nullleiter. Der Nullleiter hat dann 240 Volt. Und wenn ich das Richtung Erde messe, also Erde auf Phase, reinhalten wäre es schon noch, dann habe ich auch 240 Volt. Ich habe jetzt hier einen Doppelstecker, weil da ist ein Sicherheitsstecker drin, da kann ich nicht einfach so reinfahren. Und wenn ich jetzt hier zwischen Erde miss und Phase, dann habe ich hier eine komische Spannung, 30 Volt irgendwas, weil, oder 0, weil diese IT-Netz ist nicht geerdet. Das heißt, wenn ich hier so eine Lampe nehme, und ich stecke die hier ein, keine Hexerei, dann brennt die, das läuft so meistens, weil dieses Teil ist vollschutzisoliert, das hat keine Erde. In der Schweiz ist immer definiert, rechts ist das stromführende Kabel und diesen Stecker, den kann ich einfach drehen und den kann ich so reinstecken oder umgekehrt reinstecken. Das heißt, dieser Lampe interessiert es eigentlich nicht, wo der Nullleiter ist und die Erde. Wenn ich aber jetzt eine fest installierte Heizung habe und die zündet aufs Gehäuse, dann wird das teilweise überwacht. Nicht überall. Und wenn dann das so ein Netz ist, das kein Erdleiter hat, kriege ich eine Störung raus. Das heißt, von diesen zwei Drähten, wo ich jetzt hier mit diesem Kabel einstecken würde, müsste ich einen definieren als Nullleiter oder sogenannter Pennleiter, also Erd-Nullleiter. Das ist dann nur ein Faden auf zwei Fäden. Das ist eigentlich heute nicht mehr so ganz zulässig, gibt es aber. Und somit muss ich, wenn ich dann so ein Kabel nehme, ich habe hier wieder den Stecker, den kann ich hier einstecken und dann muss ich hier in diesem Stecker drin, der steckt jetzt hier oben auch drin, das ist der gleiche, muss ich der Phase, die bleibt, die kommt von hier rein, da passiert nichts, das ist der stromführende Teil. Und die Erde, das ist das in der Mitte. Und das hier, das muss ich verbinden. Das heißt, die Erde und der Nullleiter ist miteinander verbunden. Zusätzlich muss ich die Erde erden. Das heißt, mit dem Verbindungskabel hier einstecken, sehr offen, ich mache es nicht, und diese Klemme muss ich erden. Das heißt, an eine Wasserleitung hinklemmen. Oder ich kann es auch schrauben. Wichtig ist, dass ich hier zwischen der Erde und dem Nullleiter eine Verbindung habe. Wenn ich jetzt aber diese Leitung hier in unsere Steckdose stecke, dann passiert nichts. Habe ich aber einen deutschen Stecker, einen Schuko-Stecker, der nicht definiert ist, den ich auch drehen kann, dann habe ich plötzlich das, dass ich dann
zwischen dem leitungsführenden Teil und der Erde eine Brücke mache. Wenn ich dies mache, dann habe ich folgendes Problem. Da habe ich eine Brücke, ich habe eigentlich einen Kurzschluss. Und wenn ich diesen Kurzschluss dann produziere, dann schlägt es mir die Sicherung oder mit dem angeschlossen sogar den FI-Schalter raus. Also wenn ich jetzt das hier einstecke, ich habe da meine komische Handlampe, das ist so als Spannungskontrolle. Ich fasse hier nicht dran, weil das ist offen und ich stecke das hier ein, passiert nichts. Wenn ich den Stecker umgekehrt einstecken könnte, in der normalen Steckdose, würde es mir den FI oder später die Sicherung rausschlagen. Also das Teil darf ich nicht brauchen im NT-Netz. Das ist sträflich. Also normales Hausnetz. Aber wenn ich solch eine Heizung habe, die eben überwacht, ob die Drähte richtig sind, dann brauche ich, wenn ich das mit dem Generator betreibe oder mit einer Powerstation oder einer Batterie mit Wechselrichter, kommt alles aufs Gleiche raus, muss ich ein künstliches NT-Netz machen. Das heißt, das Netz, der eine von diesen führenden Stromleitern, wird auf die Erde runtergebrückt. Für das brauche ich diesen Stecker. Und dann kann ich damit die Heizung betreiben. Aber eben nur über den Generator oder nur über diesen Ding. Nicht beim normalen Stecker verwenden. Wenn ihr sowas baut mit einem deutschen Stecker, müsst ihr immer schön auf die Polung achten, weil die deutschen Schuko-Stecker sind nicht verpolungssicher wie die. Die kann ich nämlich einfach drehen. Oder auch der italienische, da sitzt ja der Stecker in der Mitte, die kann ich einfach drehen. Ja, so ein Teil dazwischenschalten und eure Heizung läuft. Es ist also nicht ein Problem von der Powerstation, vom Generator oder sonst irgendwas, sondern effektiv, dass die Heizung kontrolliert, ob da eine richtige Stromversorgung dran ist, ein NT-Netz, was ist eine richtige Stromversorgung, und die stellt fest, kein NT-Netz, ich gehe auf Störung. Und der müsst ihr ein NT-Netz mit so einem Kabel vorgaukeln, dass eine Leitung geerdet ist. Auch ein Generator müsst ihr eigentlich erden, dass ihr so ein Ding kriegt. Ganz einfach. Ich verlinke euch hier das Video, wo ich die Heizung betreibe. Die eine Heizung geht, die andere Heizung geht nicht. Moderne Elektronik geht nicht. Und mit dem Teil hier 3,5 Stunden eine Ölheizung betreiben kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag.